Mädchen von Strudeln reingezogen. Zweite Leiche gefunden. Nachdem am Abend die Leiche der vermissten 9-Jährigen gefunden wurde, haben die Eltern auch bei ihrem zweiten Kind traurige Gewissheit. Ein Angler hatte am Samstagabend gegen 23.36 Uhr eine leblose Gestalt bei Großrohrheim im Wasser treiben gesehen. Dabei handelte es sich nach weiteren Ermittlungen am Sonntagvormittag um das zweite vermisste Mädchen. Die 13-Jährige und ihre Schwester waren bei Wormsrhein-Dürkheim von einem Strudel in den Rhein gezogen worden. Beide ertranken.